Auch wir wissen nicht vorher, was passiert und hoffen trotzdem auf ein schönes Fußballspiel. Frank Buschmann und Manni Breukmann an den Mikrofon. Das Mestalla-Stadion ist die Heimspielstätte des FC Valencia und blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück. Da die Stadt Valencia sich lange weigerte, sich den Francoisten zu ergeben, waren die Kriegsschäden besonders groß. Und vom Stadion blieben nach der Übernahme nicht viel mehr als Grundmauern und Tribüne erhalten. Dennoch hat es nur wenige Jahre gedauert, bis man den Spielbetrieb wieder aufgenommen hat. Und bereits 1941 gewann der FC Valencia den spanischen Pokal. Der Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Philipp Degen. Super Pass, guck mal hin! Und hier im Stadion waren schon viele aufgesprungen, die dachten, der Ball sei drin. Nichts da, der Keeper ist noch rechtzeitig zur Stelle. Kopfball. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Philipp Degen. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Ein starkes Defensivverhalten, da kann sich der Torwart bei seinen Mannschaftskameraden bedanken. Das war gar nichts, Ball landet im Aus. Peter attackiert. Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat, und so ganz einfach war das eben nicht. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Ja, das war wichtig, wie er da hingegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Das müssen wir uns, glaube ich, nochmal angucken. Das war so knapp, das war ganz eng. Aber er sagt, es war abseits. Senderos. Von seinem Körper rollt der Ball ins Aus. Philipp Degen. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Können Sie die Flanke verwerten? Und... unglaubliches Tor!
Güte, ein bildschönes Tor, Buschi. Ja, wunderbar. Schau dir das mal an. Flachschuss da ins Eck, unten rein. Klasse. Und genau diese Situation sollte man mal beim Training vorführen. Das ist perfekt, wie er diesen Ball platziert. Wo ist die Lücke in der Abwehr? Sehr gute Kombinationen. Jetzt fehlt nur noch die entscheidende Lücke. Und da bekommt er Unterstützung. Da wird er vom Ball getrennt. Die Flanke kommt gut. Der Ball kommt gut rein. Trotzdem ist der Gegner zuerst dran. Versucht's mit dem Kopf. Ach Gott, nee. Das war doch viel zu schwach, viel zu harmlos. Kein Problem. Er gibt den Freistoß. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Kann er diese... Was will mehr ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten für beide Teams im Durchgang 2. Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Ein Ballverlust dieser Art dürfen Sie sich einfach nicht erlauben. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Sehr gute Flanke. Und kann er diese Hereingabe verwerten? Das siehst du auch nicht alle Tage. Was für ein Fallrückzieher. Wie hat er den denn gemacht? Was für eine Körperbeherrschung. Frische Kräfte braucht das Spiel. Es wird ausgewechselt. Der Kopfball. Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Also der Ball kommt ja in den Strafraum. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann bei einem Eckstoß. Aber das war dann kein Torabschluss. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Oh ja, starkes Zweikampfverhalten in dieser Situation. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Philipp Degen. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Beide Trainer haben sich entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Keita. Jetzt könnte es gefährlich werden. Herrliche Flanke. Ja, das war Abseits. Was für eine Grätsche!
Das könnte eine Torchance geben. Keita. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Oh, schade. Da stand er ganz frei, aber halt auch im Abseits. Das taktische Konzept ist aufgegangen, aber ein frischer Mann kann niemals schaden. Keita. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Keita. Jetzt versuchen sie da irgendwo im Abwehrverbund ein Loch aufzureißen. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Gute Flanke. Es sind jetzt nur noch wenige Minuten zu spielen und beide Mannschaften haben noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. So, für einen Angriff reicht's noch. Der könnte Ihnen jetzt noch den Ausgleich bringen. Dieses Signal ist eindeutig. Es ist der Schlusspfiff.